Hallo, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich heiße dich herzlich willkommen zur zweiten Episode der Warm-up-Reihe Hamburger Coca-Cola. Auf geht's! In der ersten Episode habt ihr die Groupings Hamburger und Coca-Cola von mir kennengelernt. Wer sich das noch nicht angeschaut hat, hier in der Infokarte, dort findet ihr den Link dazu. Das bitte unbedingt vorher sich mal anschauen, denn heute vernutzen wir das, was wir beim letzten Mal gelernt haben, das Hamburger und Coca-Cola Grouping Sticking sozusagen. Alles, was wir heute machen, bleibt rechts, links abwechselnd geschlagen und wir haben immer noch keine Füße dabei, aber die folgen, wie ich ja schon in eins versprochen habe, in einer der folgenden Ausgaben. Was heute passiert ist, dass wir die Sequenzen verlängern. Und zwar haben wir dann insgesamt immer vier Dreier-Groupings, also viermal den Hamburger und einmal die Coca-Cola. Das heißt, für die Hungrigen viermal den Hamburger und dann eine 2-Liter-Flasche Coca-Cola hinten drauf, mittendrin oder vorweg, je nachdem, wo wir es einbauen. Man kann natürlich das Ganze sich auch downloaden, wer das auch visuell sehen möchte, auf www.deinschlagzeuglehrer.de gibt es alle Warm-ups natürlich auch zum Download. Das findet ihr dann in der Beschreibung zu diesem Video. Fangen wir mal an mit dem ersten langen Hamburger Coca-Cola Sequenz Grouping, was auch immer. Und zwar erinnert euch nochmal ganz kurze Wiederholung: Hamburger wäre immer so. Und Coca-Cola ist dann so. Oder es kann auch mit links beginnen. Je nachdem, wo die Coca-Cola jetzt gleich liegt. Und das erste Pattern ist die Zahlenkombination 3, 3, 3, 3, 4. 3, 3, 3, 3, 4. 4, egal. Ist die fünfte Position, deswegen meine 5. Das heißt, wir haben Hamburger, 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 Coca-Cola, Hamburger, 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 Coca-Cola. Und wie gesagt, wie ich es eben auch schon vorgemacht habe, wie es in der 1 schon beschrieben worden ist, die erste Silbe eines Wortes, also das H bei Hamburger, kommt auf ein Tom. Rechter Hand ist Tom 3, linker Hand ist Tom 1, habe ich ja gerade auch vorgespielt. Und die erste Silbe bei Coca-Cola ist, je nachdem, ob es die rechte Hand ist, das Co. Rechte Hand Tom 3 oder linke Hand Tom 1. Ich mache dazu wieder mein Metronom an. Jedes Klicken ist eine Silbe. Auch da nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Wenn ich das jetzt mitspreche, also Hamburger, 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 Coca-Cola, Hamburger, 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 Coca-Cola. Das ist das, was wir machen müssen. Wie eine Maschine einfach jeden Schlag extra gleich. Es ist immer rechts, links abwechselnd, keine Besonderheiten. Und lasst uns doch gemeinsam den Hamburger, 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 Coca-Cola-Rhythmus spielen. Los! Ich zähle euch einmal die komplette Sequenz ein, also viermal Hamburger, einmal Coca-Cola, und dann beginnen wir gemeinsam das zu spielen. Hamburger, 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 Coca-Cola. Wem das zu langsam ist, der macht es schneller. Wem es zu schnell ist, der macht es langsamer. Und macht es auch bitte, 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 bitte alles viel länger, als ich es hier vormache. Wenn ich das alles so lange machen würde, wie es eigentlich sollte, dann würde dieses Tutorial Stunden dauern. Na gut, vielleicht nicht Stunden, aber länger, als ihr euch das jetzt wahrscheinlich anschauen wolltet. Aber
wenn ihr das übt zu Hause, macht das unbedingt länger, mindestens eine Minute am Stück. Mindestens, lieber zwei. Okay? Immer mit Stoppuhr üben, immer mit Metronom üben und immer fokussiert üben. Kommen wir zum zweiten Ablauf. Jetzt haben wir es so, es bleibt bei viermal Hamburger und einmal Coca-Cola, aber wir verschieben die Coca-Cola nach vorne. Das heißt, wir haben jetzt drei Hamburger, eine Coca-Cola und dann kommt nochmal ein Hamburger hinten dran. Das ist erstmal, wenn man sich dann irgendwann in dem Nirvana des Hamburger-Coca-Cola-Rhythmuses befindet, dann kann es sein, dass man das irgendwann umdenkt, aber versucht wirklich euch immer den ersten Hamburger zu merken. Das spielt später, heute noch nicht, aber in einer der nächsten Folgen des Hamburger-Coca-Cola-Warm-Ups spielt das eine Rolle. Wie gesagt, heute noch nicht. Trotzdem gehen wir mal alle Kombinationen durch. Also jetzt kommt Hamburger, 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 Coca-Cola, Hamburger, 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 Coca-Cola, Hamburger. Und dadurch, dass wir jetzt den Coca-Cola-Rhythmus um einen nach vorne schieben, ist es so, dass nicht mehr die rechte Hand die Co ist, sondern die linke Hand ist Co. Das heißt, die Coca-Cola beginnt mit der linken Hand auf Tom 1. Sonst bleibt alles gleich rechts, links abwechselnd. Wir bleiben auch im gleichen Tempo. Was sollen wir uns da stressen? Es ist ja ein Warm-up. Lass es uns mal checken. Ich ziehe euch das jetzt wieder einmal vor und dann beginnen wir gemeinsam. Hamburger, 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 Coca-Cola, Hamburger. Ja, da kann man schon mal die Übersicht verlieren. Als nächstes schieben wir wieder die Coca-Cola einen Hamburger nach vorne. Das heißt, die Coca-Cola ist jetzt in der Mitte, flankiert von jeweils zwei Hamburgern. Das heißt, der Rhythmus ist jetzt Hamburger, Hamburger, Coca-Cola, Hamburger, 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 Coca-Cola, Hamburger, Hamburger, Ham. Da wäre wieder der erste Hamburger gewesen. Dadurch, dass wir die Coca-Cola wieder einen nach vorne schieben, ist es so, dass die Coca-Cola wieder auf rechts Tom 3 mit Co liegt, also mit der ersten Silbe. Gleiches Tempo, alles bleibt. Ich zähle euch auch wieder einmal komplett mit dem Rhythmus ein und dann bei der zweiten Runde legen wir los. Hamburger, Hamburger, Coca-Cola, Hamburger, Hamburger. Das System geht weiter. Wir schieben die Coca-Cola wieder eine nach vorne. Bedeutet, wir haben jetzt einen Hamburger vorweg, dann kommt die Coca-Cola und dann kommen drei Hamburger hinten dran. Ich mache es also einmal vor. Hamburger, Coca-Cola, Hamburger, 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 Ham. Und da ist wieder der erste Hamburger am Start. Da wir es wieder nach vorne geschoben haben, beginnt die Coca-Cola wieder mit links auf Tom 1 und sonst bleibt wieder alles gleich. Ich ziehe euch wieder ein. Hamburger, Coca-Cola, Hamburger, Hamburger, Hamburger. Thank you.
Und last but not least kommt jetzt die Coca-Cola am Anfang. Das heißt, wir haben die Coca-Cola vorne und dann viermal den Hamburger hinten dran gegangen. Dadurch, dass wir jetzt vorne beginnen, ist der Hamburger, ist die Coca-Cola mit Tom 3 auf dem allerersten Schlag und sonst läuft wieder alles gleich. Coca-Cola, Hamburger, 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 Coca-Cola. Das waren sie, die Hamburger Coca-Cola-Variationen bei einer Coca-Cola und vier Hamburger. Das sind insgesamt 5 Sequenzen gewesen. Checkt die aus und für die ganz, ganz hartgesottenen unter euch, beginnt alle Sequenzen auch mit der linken Hand. Das heißt, wir haben gerade immer mit rechts begonnen, beginnt alles auch mit der linken Hand. Und wenn ihr mal jetzt vom System ausgeht, sagen wir mal wirklich jede Sequenz eine Minute am Stück, mit rechts werden das 5 Minuten und dann links beginnend werden das nochmal 5 Minuten, also 10 Minuten Warm-up. Das ist eine tatsächlich gängige Warm-up-Größe. Und auch zum Üben 10 Minuten eigentlich eine ganz coole Sache. Und dann könnt ihr aber auf jeden Fall was anderes machen. Man kann es auch bis zu 20 Minuten üben, hängt natürlich davon ab, wie sehr ihr das intensivieren möchtet. Das wollte ich sagen. Und nochmal, wem es zu langsam ist, der macht es schneller. Wem es zu schnell ist, der macht es langsamer. Achtet auf die Genauigkeit und dann kann nicht allzu viel schief gehen. Download bei mir auf der www.deinstanzenlehrer.de Seite. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Woche kommt dann die Warm-up-Folge Nummer 3 der Hamburger Coca-Cola-Serie. Wir sehen uns bis dahin. Eine schöne Woche. Macht's gut, euer Timo.